Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute werden wir was ganz Schnelles, Einfaches machen aus der Kategorie Super einfach, super lecker. Und zwar werden wir ein paar Rosmarinnüsse machen. Da freue ich mich drauf. Ja, Rosmarinnüsse kann man mit Nüssen aller Art machen. Nehmt da als Nussmischung einfach das, was ihr möchtet, was ihr vertragt. Bei Nüssen ist ja so, dass immer so ein bisschen Allergieauslöser, der ein oder andere sagt, er kann die eine oder andere Nuss nicht essen, lasst er natürlich die weg, die nicht gehen. Bei mir zum Beispiel sind das Haselnüsse, da kriege ich manchmal so ein Jucken an den Lippen, deswegen verkneife ich mir die. Zum Glück alle anderen gängigen Nüsse, Erdnüsse, Cashews, Paranüsse, was es sonst so gibt, vertrage ich persönlich ganz gut. Die sind natürlich eine Kalorienbombe, Nüsse sind immer eine Kalorienbombe, aber auch relativ gesund. Die haben sehr gesunde Fettsäuren. Von daher denke ich, wenn man sich mal einen süßen Snack machen will und man macht das mit Nüssen, dann ist es immer noch besser wie so manch anderer Snack. In unserem Fall jetzt mal die Rosmarinnüsse. Ich zeige euch, was wir als Zutaten nehmen. So, schauen wir mal hier. Ne? Schön Bio der Ahornsirup. Ein Strang Rosmarin. Eine Nussmischung mit allen möglichen an Nüssen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht an Zutaten. Ein Blick auf das Material. Eine beschichtete Pfanne macht Sinn zum Anrösten der Nüsse. Gutes Messer brauche ich gleich für den Rosmarin. Ein kleines Gläschen, wo dann das Endergebnis schließlich reinkommt. Vorher zum Auskühlen eine Schale. Ich nehme da so eine einfache Keramikauflaufform. So, die Pfanne wird jetzt ein bisschen warm gemacht. Ich nehme mal Stufe 6 von 9. Kein Öl rein. Beschichtete Pfanne. Die Nussmischung schön verteilen, dass die halt gleichmäßig über dem Boden ist. Und das dauert jetzt sicher 5-6 Minuten, bis die ein paar Röster oben kriegen. Noch eine Thymianstrang hier. Ziehen wir mal die Blätter ab. Den Stiel selbst möchte ich nicht haben. Ach, da habe ich gesagt Thymian, den Rosmarin meine ich natürlich. So. Aber dasselbe Rezept könnte ich mir auch mal vorstellen, mit Thymian zu machen. Das ist ja auch so ein schönes aromatisches Kraut. Ist wahrscheinlich genauso geil. Ich mache jetzt den Rosmarin schön klein. Ich möchte auch gleich nicht auf zu großen Rosmarinstücken rumknuspern. Ja, da wird der jetzt schön klein gehackt. Denn der wird ja dann am Schluss nochmal mit in die Pfanne gegeben. So. Ja, wunderbar. Nüsse ein bisschen geschwenkt und da müssen wir noch ein bisschen abwarten. So, die Nüsse haben hier schön ein paar Minuten geröstet. Ich habe schon mal so ein bisschen mitgewendet. Man sieht hier die kleinen dunklen Stellen, ganz toll. Ich mache jetzt die Flamme aus. So, der Rosmarin schön verteilt komplett drüber. Und der Ahornsirup. Nicht zu viel. Man ist mal versucht, so einen halben Liter da reinzugeben. Das wollen wir nicht. Die Nüsse sollen da nicht hinterher im Klebstoff enden. Na, jede Nuss soll jetzt ein bisschen was kriegen vom Ahornsirup. Na, der Geschmack des Rosmarins soll dadurch natürlich überall ein bisschen kleben bleiben. Guckt euch das mal an, glänzt so schön ein bisschen. Ich werde es noch ein bisschen weiter verteilen, damit wirklich jede Nuss ein bisschen was abkriegt. Und obwohl ich gar nicht so viel Rosmarin reingegeben habe, ihr habt gesehen, das war wirklich nur ein Zweig, steigt mir dieser Duft gerade in die Nase. Ist toll. Mal gucken, vielleicht mache ich das nächste Mal mit Thymian und dann mal ein bisschen mehr Kräuter, mal ein bisschen mutiger. Mal sehen.
So. Das sieht doch gut aus. Ich habe jetzt mal ein bisschen Backpapier noch in die Auflaufform gelegt. Das ist erfahrungsgemäß bei so Nüssen ja eine ganz gute Idee. So. Schön ein bisschen ausbreiten und dann lassen wir es erstmal abkühlen. So, das Backpapier hat mir keinen extra Nutzen gebracht, das habe ich jetzt doch rausgenommen. Aber es macht sicherlich Sinn, so nach 2-3 Minuten Abkühlphase, so wie ich, ne, hier mal mit dem Holzlöffel durchzugehen, um zu gucken, dass das nicht aneinander klebt. Na, seht ihr, hier gehe ich so ein bisschen durch, dann gehen die alle ein bisschen einzeln auseinander, wenn man da mal gegenstößt. Dann gibt es keine größeren Klumpen irgendwo, wo Nüsse jetzt zusammenkleben oder so. Das wollen wir nicht. So ist das doch wunderbar. Zack. Gut, ich denke, so kann man es weiter auskühlen lassen. Das sieht prima aus. So, Ziel war es heute, den eigenen Nusssnack zu machen. Und zwar ganz, ganz schnell und einfach. Das hat super geklappt. Die Rosmarinaromatik, die riecht man, die schmeckt man ganz seicht hinten raus. Finde ich ganz toll, kann man so gar nicht kaufen. Super Sache, kann ich nur empfehlen und werde ich sicherlich mit anderen Kräutern auch nochmal machen. Gut, die Nüsse sind abgekühlt. Ihr seht, dadurch, dass wir die so schön getrennt haben, ist ja alles schön einzeln. Wunderbar. Mal gucken, so ein Cashew mit Rosmarinstück. Mmh. Jo, so fülle ich sie mir ab. Super. Na, hier sehen wir nochmal schön das Glas mit unserer Nussmischung. Gut, das war's von Bernd aus seiner Kochecke. Diesmal aus der Kategorie super einfach, super lecker. Wir haben ein paar tolle Nüsse gemacht. Richtig tolle Rosmarinnüsse. Vergesst nicht, das in ein Glas zu machen mit einem Deckel drauf, dass das Aroma erhalten bleibt. Ganz tolle Sache, ich kann es euch nur empfehlen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.